Ihre Akte weist keine Tötungen aus. Aber Doppel-Null-Agent zu werden erfordert... Zwei. Wie ist er gestorben? Ihr Kontaktmann? Nicht schön. Keine Sorge. Die zweite ist... Ja. Erheblich. Der Mann war Le Chiffre, Privatbankier der Terroristen der Welt. Daher wohl auch das viele Geld für sein Pokerspiel im Casino Royale in Montenegro. Wenn er dieses Spiel verliert, ist es aus für ihn. Sie sind der beste Spieler der Firma. Das Schatzamt versorgt sie mit Geld für das Spiel. Aber wenn sie verlieren, hat unsere Regierung den Terrorismus direkt finanziert. Ich werde ein Auge auf das Geld haben. Und nicht auf ihren perfekt geformten Hintern. Ist er Ihnen aufgefallen? Unser Spielchen treibt Ihnen doch wohl nicht den Schweiß auf die Stirn. Es macht Ihnen nichts aus, diese Leute umzubringen? Wenn, dann wäre ich nicht besonders gut in meinem Job. Hat unser Mädchen ihr kaltes Herz schon schmelzen können? James, schaff sie hier raus. Du lässt mich nicht mehr an dich ran. Du steckst wieder in deine Rüstung. Ich habe keine Rüstung mehr. Du hast sie mir ausgezogen. Was von mir übrig ist. Alles, was ich bin, gehört dir. Bleibt nur noch eine Frage. Werden Sie sich rechtzeitig ergeben? Nur ein eiskalter Bastard würde den Tod eines geliebten Menschen nicht rächen wollen. Ich denke, den Toten ist Rache gleichgültig. Dieser Mann und ich haben noch etwas zu klären. Das Erste, was Sie über uns wissen sollten, ist, wir haben unsere Leute überall. Was ist das für eine Organisation? Wie können die überall sein und wir wissen nichts über sie? Das ist der wertvollste Rohstoff auf der Welt. Wir müssen so viel wie möglich davon kontrollieren. Überprüfung, Dominic Green. An ihm sind wir besonders interessiert. Wir haben schon begonnen, die Regierung zu destabilisieren. Sie wissen, wer Green ist und wollen uns mit ihm verkuppeln? Sie haben recht, wir sollten nur mit netten Menschen arbeiten. Steigen Sie ein! Gut. Vorsicht, Mr. Bond. Sie wird nur mit Ihnen ins Bett gehen, wenn Sie ihr etwas geben, das sie unbedingt haben will. Ich glaube, jemand will sie töten. Sie geben allerdings ein schönes Paar. Sie sind beide, wie sagt man? Beschädigte Ware. Anscheinend wollen wir beide bei Green jemanden finden. Haben Sie jemanden verloren? Ja. Haben Sie den Mörder gefunden? Nein, noch nicht. Sagen Sie mir, wenn es soweit ist. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt. Beseitigt ihn. Wer Freund und Feind nicht mehr unterscheiden kann, muss gehen. Im Moment sind Sie der Einzige, dem ich trauen kann. James, beweg deinen Arsch. Ich wünschte, ich könnte dich befreien. Aber dein Gefängnis ist hier drin. Mach dir um mich keine Sorgen. Sie ist weg.
Sie beide wissen, was auf dem Spiel steht. Es ist nicht mehr viel Straße übrig. Verdammt, schießen Sie! Was sagt man über so einen Mann? Vor 3 Monaten haben sie die Festplatte mit allen Agenten, die weltweit in terroristische Vereinigungen eingeschleust wurden, verloren. 007 meldet sich zum Dienst. Wo zum Teufel waren Sie? Ich habe den Tod genossen. Ich habe nur eine Frage. Warum bleiben Sie nicht tot? Man kann ruhig zugeben, dass man nachlässt. Sie war nicht ihr Ziel. Sie wollten, dass sie es sieht. Willkommen beim neuen MI6. Ich bin Ihr neuer Quartiermeister. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Walter PPKS 9mm. Kodiert auf Ihren Handabdruck. Nur Sie können sie abfeuern. Weniger eine willkürliche Mordmaschine. Mehr ein persönliches Statement. Hugh. 007. Ich möchte Ihren Auftraggeber kennenlernen. Was wissen Sie über Angst? Ich weiß alles. Die hier ist anders. Sie kennt nur er. Sehen Sie sich an. Spione jagen. England. MI6. Sie hat sie auf mich gehetzt, obwohl sie wusste, dass sie noch nicht bereit sind und vielleicht sterben. Mami war sehr böse. Die 2 Überlebenden, das hat sie aus uns gemacht. Jeder braucht ein Hobby. Und was ist ihres? Auferstehung. Sie hatten keine Befugnis. Keine. Mexico City. Was haben Sie da gemacht? Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen. Was ist los, James? Man sagt, Sie sind erledigt. Was glauben Sie? Ich glaube, Sie fangen gerade erst an. Atemberaubend, nicht wahr? Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Hat ein paar nette Tricks auf Lager. Tun Sie noch eins für mich. An was genau denken Sie? Lassen Sie mich verschwinden. Sagen Sie mir, wo er ist. Er ist überall. Wenn Sie dorthin gehen, betreten Sie einen Ort, an dem es keine Gnade gibt. Sie beschützen jemanden. Lassen Sie mich in Frieden! Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Im Moment bin ich Ihre beste Chance, am Leben zu bleiben. Diese Organisation, wissen Sie, wie sie heißt? Ihr Name ist Spectre. Und einer verbindet sie alle. Ich. Willkommen, James. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Was hat denn so lange gedauert? Wollen Sie das wirklich? Im Schatten leben? Jagen, gejagt werden? Immer allein? Ich lasse mir keine Zeit zum Nachdenken. Das war ich, James. Der Urheber all deiner Schmerzen.
sollte ich dich verraten? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nur, dass wir deins noch nicht kennen. Die Welt rüstet schneller auf, als wir reagieren können. Wo ist 007? Du musst mir einen Gefallen tun, Bruder. Du bist der Einzige, dem ich trauen kann. Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond. Sie sind Doppel-Null-Agentin. Seit 2 Jahren. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Wenn doch, jag ich Ihnen eine Kugel ins Knie. In das Gesunde. Dachte mir schon, dass Sie sich verstehen. Name? Bond. James Bond. Sie sind nicht tot. Hallo Q, ich habe Sie auch vermisst. Er ist der größte Trumpf, den dieses Land hat. Wenn Sie glauben, die Kontrolle zu verlieren. Nein, ich verliere nie die Kontrolle. James, du hast alles für sie aufgegeben. Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird das dein Tod sein. Was ist das? Du weißt nicht, was das ist. James Bond. Lizenz zum Töten. Ein Leben voller Gewalt. Als würde ich mit meinem Spiegelbild sprechen. Aber ihre Fähigkeiten sterben mit ihrem Körper. Meine leben auch noch lange nach meinem Tod. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen.